Genau, was habe ich da rausgesucht? Also ein ganz, oder was ist eigentlich meine Motivation gewesen? Ich habe diese Query neulich gesehen in der Wochennotiz von Wikidata und da ging es um indische Eisenbahnlinien und da habe ich mir gedacht, in Ulm haben wir jetzt eine neue Straßenbahnlinie, warum können wir das nicht auch hier machen, dass wir unsere Straßenbahnhaltestellen oder unsere Straßenbahnlinien so darstellen können über Wikidata. Auf dieses Query möchte ich jetzt nicht extra eingehen, das ist ein bisschen komplex. Genau. Und die zweite Motivation war eigentlich noch dieser Zeitungsartikel, Ulm hat die höchstgelegene Straßenbahnhaltestelle Deutschlands. Das wollte ich natürlich über Wikidata auch irgendwie beweisen, ja? Weil dann auch noch 5 andere Artikel kamen, wo die Höhe dann etwas unterschiedlich dargestellt war. Gut, dazu gibt es von den Stadtwerken Ulm einen GTFS-Datensatz. Da sind also alle Linien und Haltestellen und sowas drin. Den habe ich schon mal ein bisschen vorgefiltert auf, und das sieht dann etwa so aus. Ja? Also da hat man vorne den Namen der Haltestelle, dann noch irgendwelche internen Codes und praktisch die Koordinaten von dieser Haltestelle. Und dazu habe ich ein kleines Python-Skript gemacht, mit dem man eigentlich relativ einfach diese Daten in ein Quick-Statements umwandeln kann, sodass man das dann direkt nach Wikidata laden kann. Weiß nicht, kann man das gut lesen von hinten? Eigentlich, man öffnet nur die Datei und liest die dann zeilenweise ein, splittet das entsprechend mit dem Komma und dann ist es so aufgebaut, dieses Quick-Statements. Wenn ich ein neues Item anlege, habe ich ja noch keine Q-Nummer, muss ich praktisch erstmal ein Create machen. Eine Zeile, wo dann Create steht. Und alle folgenden Aussagen kommen dann immer in der nächsten Zeile und die fangen dann immer an mit Last. Das Last bezieht sich immer auf die letzte oder auf das letzte Item, was dann angelegt wird. Und deswegen steht da immer dieses Kennwort Last drinnen. Dann ist es so, diese Quick-Statements sind immer mit Tab getrennt. Deswegen haben wir da dieses schräger T. Und dann gibt es für LDE, das ist praktisch Label in Deutsch, also die Bezeichnung in Deutsch. Und dann nehmen wir einfach das erste Feld aus unserer Tabelle. Und dann schließen wir das praktisch noch ab mit den Hochkommas. Dann die nächste Zeile bedeutet die Bezeichnung auf Deutsch, Straßenbahnhaltestelle in Ulm. Ganz einfach. Und die vierte Zeile ist dann praktisch P31. P31 heißt ist ein. Ja? Und dieses Q 2175765 habe ich vorhin kurz rausgesucht. Das heißt nämlich Straßenbahnhaltestelle. Das ist also dieses Item, das wir dem Wikidata auch sagen, worum es sich handelt. Die letzte Zeile sagt dann einfach nur, liegt in der Verwaltungseinheit, also diese Property P131 heißt, liegt in Verwaltungseinheit und Q3012 heißt Ulm. Und wenn wir das dann entsprechend ausführen, das Skript, jetzt habe ich es fünfmal ausgeführt. Dann kommt da unten so etwas raus. Und das können wir jetzt ganz einfach nach Quick Statements kopieren. Quick Statements ist auch ein Tool von dem Magnus Manske. Weiß nicht, Joel, kannst du noch mehr dazu sagen oder später vielleicht? Ja. Genau. Ja. Also auch da muss man sich mit seinem
Wikidata-Account anmelden, sagt dann einfach hier neuer Stapel. Dann fügt man hier die Sachen ein. Geht hier auf V1 Anweisungen importieren und damit ist es schon fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch auf Run drücken und die 20 Items werden angelegt. Es gibt jetzt hier zwei Möglichkeiten. Entweder das direkt zu starten, dann läuft das praktisch in meiner Browser-Session, oder ich kann das im Hintergrund starten, dann kann ich dann auch den Browser schließen, wenn dann läuft das praktisch so wie das von dem Quick-Statements praktisch von den Batch-Prozessen hervorgegeben ist. Das sind nicht viele Sätze, deswegen kann man das mal direkt starten. Und wir können jetzt hier live zugucken, wie er diese 20 Sätze anlegt. Genau. Er hat jetzt hier in dem Quick Statements auch gleich die Q-Nummer vergeben. Das heißt, wir können von hier aus auch direkt auf das Item springen und sehen jetzt eigentlich die wirklich ganz einfachsten Sachen, die wir angelegt haben, sind jetzt hier vorhanden. Ich habe dann kurz noch eine Query vorbereitet. Zeig mir mal alle Straßenbahnhaltestellen in Ulm und hier sind die 20 Stück.